Ich bin zurück von der Elfenloma-Pfeifenmesse und muss sagen, für mich wieder ein Highlight, wo ich mich das ganze Jahr drauf gefreut habe und auch zurecht gefreut habe, weil für mich war der Tag ein gelungener Tag gestern. Aber damit ihr das alles jetzt Stück für Stück nachverfolgen könnt, habe ich euch ein paar Impressionen mitgebracht. Und dann reden wir über die Beute, die der Adler gemacht hat. Und ich sage dann auch noch so ein bisschen allgemein was. Und ich denke, dann wird es ein ganz toller Bericht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Impressionen. Sind das nicht herrliche Bilder? Herrliches Wetter, nette Menschen und so viel bekannte Menschen. Zumindest habe ich den Eindruck gewonnen, als ich schon auf der Messe ankam, hier Hände geschüttelt habe, da Hände geschüttelt habe. Und ich hatte endlich mal die Gelegenheit, die Menschen, die ich bisher nur über Skype oder die YouTube-Videos kannte, persönlich in den Arm zu nehmen und zu sagen, schön, dass wir uns hier mal im richtigen Leben sehen. Und von daher ist die Pfeifenmesse auch immer für mich ein Ort der Begegnung. Da hat Volker Bier mit Familie mal wieder eine ganz tolle Messe auf die Beine gestellt. Und ich bedanke mich hier schon mal bei Volker Bier für das Engagement, denn so tolle Gespräche und so viele Eindrücke, dass man 2,5 Stunden auf der Heimfahrt angeregt diskutieren konnte, macht den Tag von der Loma Pfeifenmesse am 21.05.2016 für mich bis jetzt zum Highlight des Jahres. Ja, aber genug der Worte. Jetzt besprechen wir, was ich an Beute aus Loma mitgenommen habe. Ja, ich muss sagen, die Beute ist bei mir reichlich ausgefallen. Ich bin ja mit dem Vorsatz hingefahren, mir keine Pfeife zu kaufen. Ja, ich sehe schon den einen oder anderen schmunzeln, wenn er dieses Video hier guckt. Ich bin schwach geworden, aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich euch die Beute, die ihr gerade auf den Bildern gesehen habt, etwas genauer erklären. Ein Klassiker, der hier schon auf YouTube oft genug vorgestellt worden ist, musste einfach wieder in die Tabaksbar, weil ich die letzte Dose einfach so schnell weggeraucht habe. Nashville County von Hau.
Was mich richtig gefreut hat, war, dass wieder Tosh-Genusch-Hütte auf der Loma am Pfeifenmesse war, weil ich habe Tosh kennengelernt das erste Mal vor 2 Jahren in Speyer. Und ich muss sagen, ein herzensguter Mensch. Und ich finde einfach genial, dass Tosh immer mit seinem Stand da ist und dass man bei ihm einfach auch so Standard-Tapake bekommt, die man sich natürlich bestellen könnte irgendwo. Aber ich denke, ein Tabak mitzunehmen, den man zwar überall bekommt, aber in einer besonderen Atmosphäre, da ist man bei Tosh immer genau an der richtigen Adresse. Und von daher bedanke ich mich ganz herzlich, dass Tosh den Robert McConnell Scottish Flake hat, weil da habe ich einige Reviews drüber gelesen. Ich freue mich schon aufs Probieren. Also wer den vielleicht kennt, ich würde mich über erste Einschätzungen in den Kommentaren richtig freuen. Latakia war für den Adler eigentlich noch nie wirklich das bevorzugte Kraut. Aber durch Google Plus und jetzt einige Reviews schon wurde ich neugierig. Und deswegen habe ich mir einfach mal eine Dose mitgenommen. Den Raiko Schokolad von HU. Endlich habe ich ihn bekommen. Bierchens Black. Ich freue mich aufs Rauchen und bin schon begeistert, wenn ich ihn mir das erste Mal in die Pfeife stopfe. Ein schöner Virginia Black. Da freue ich mich aufs Rauchen. Im Vorfeld mit Thomas besprochen von Peter Heinrichs wollte ich unbedingt haben den Curly Block. Und ich muss sagen, der Geruch dieses Curly Blocks macht echt Lust, den Tabak zu nehmen und einfach reinzubeißen. Ich weiß, den gab es nicht auf der Messe, aber für mich, da ich ihn auf der Messe von Thomas bekommen habe, weil wir uns halt im Vorfeld darüber unterhalten haben, für mich auch ein Tabak, den ich als Beute von Loma aufzähle. Einige Proben gab es für mich natürlich auch. An dieser Stelle danke, Andreas. Ich freue mich schon, wenn ich diesen Tabak teste. Und zwar ist das der Dark Virginia Flake von John Aylesbury. Der soll ja mit McBaren HH-Serie der Old Dark feiert, oder wenn ich jetzt verkehrt bin, bitte berichtigt mich, aber der müsste mit dem Old Dark feiert eigentlich identisch sein, ja. Ja, das könnte der gleiche sein, zumindest vom Geruch. Aber ich werde, wenn ich den probiert habe, euch auf jeden Fall berichten. So, und jetzt sage ich euch, was für eine Pfeife zu mir gefunden hat, obwohl ich mir ja fest vorgenommen hatte, es gibt keine Pfeife. Aber bei Olaf Langner am Stand bin auch ich dann schwach geworden. Und ich muss sagen, zu der Qualität von den aufgearbeiteten Pfeifen von Olaf wurden hier schon genug Lobesworte verkündet. Auch ich habe
habe bisher den Olaf als Menschen kennengelernt, wo es einfach Spaß macht, Pfeifen zu kaufen. Und das kann ich auch bei dieser Pfeife wieder sagen. Ich komme halt an den kleinen Holländern einfach nicht vorbei. Man muss auch Länder unterstützen, die es ab und zu nicht so leicht haben, vor allem wenn sie so bestimmte Farben tragen, Orange, oder die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen, aber nur an der Konsole. Und von daher landet immer mal wieder eine Pfeife aus dem Land bei mir. Und zwar dreht es sich um die Pfeifenmarke Big Ben aus Holland. Ich bin einfach verliebt in diese kleinen Pfeifen und schaut euch mal diese wunderschöne Schönheit an. Das ist einfach eine kleine, schöne Pfeife, wo ich sage, damit kann man was anfangen. Und ich bin echt froh, dass der Olaf diese schöne Pfeife am Stand hatte und bedanke mich jetzt schon mal beim Olaf für das nette Gespräch, für die super aufgearbeitete Pfeife. Ich freue mich nachher aufs Einrauchen dieser Pfeife. So, ich hoffe, euch hat mein kleiner Messerundgang jetzt gefallen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag und danke, Andreas, dass du mir diese Messe ermöglicht hast. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und euch allen anderen jetzt viel Spaß mit den kommenden Loma-Videos von den anderen YouTubern. Und ich sag nur, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.